Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und es geht weiter. Man findet einfach keine Ruhe, denn gestern Abend ist eine Spezialforschung rausgekommen mit Meltan. Wer hätte es gedacht? Viele haben sich natürlich jetzt aufgeregt, dass man das nur, wenn man eine Switch hat oder jemanden, der eine Switch kennt, mit dem was tauscht, dass man da diese Box bekommt und kriegt dann auch Meltan dazu. Aber Meltan gibt es jetzt in der Spezialforschung. Gestern kam diese Ingame-Nachricht rein. Entdecke Meltan und mehr zur Feier von Pokémon Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli. Und das könnt ihr euch natürlich selber durchlesen. Da gibt es jetzt wieder die bestimmten Feldforschungsaufgaben, die speziell dafür sind. Spezielle Raid-Kämpfe, die Formen von Evoli werden alle in den Raids erscheinen. Blitzer, Flamara, Aquana, Psyana, Nachtara. Könnt ihr alles aus Raids erhalten. Die Daten stehen alles natürlich hier. Es gibt neue Avatar-Artikel, das haben wir ja schon mal gezeigt, vorgestern, vielleicht habt ihr es noch gar nicht gesehen, dann blende ich es hier nochmal kurz ein. Und eine neue Spezialforschung natürlich, die wir uns jetzt angucken wollen. Denn der Professor, der hat wieder Bock, der will wieder mit mir reden. Einfach scharf, es ist immer schön, dich zu sehen. Wie du sicher weißt, konnte ich mit deiner Hilfe bei meiner Forschung bereits wichtige Durchbrüche in meiner Arbeit erzielen. Schreib doch da nicht rein. Aus diesem Grund möchte ich jetzt auch wieder mit dir reden. Du weißt wahrscheinlich schon, was ich fragen werde. Ich brauche deine Hilfe, um mehr über das neu entdeckte Pokémon, Bruder, um das neu entdeckte Pokémon herauszufinden, das mich andere Pokémon-Forscher in helle Aufregung versetzt hat. Das mich und, ja gut, egal. Ein bisher unbekanntes Pokémon ist einfach so aus heiterem Himmel erschienen. Du kannst dir vorstellen, dass wir über nichts anderes mehr reden beim Forschen eines bla 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 bla. Ja gut, dann lest euch den Rest einfach selber durch, ihr habt ja alle auch dieselbe Aufgabe. Da geht es wieder um Infos zu Ditto, Attacke Wandler, Ditto, bla bla bla, dass es irgendwie verwandt ist und so ähnlich, Glück, Instrumente. Und jetzt sagt er natürlich die Aufgaben, die wir als nächstes bekommen. Drehe 5 Pokestops oder Arenen, fange 10 Pokémon und verschicke 5 Pokémon. Jetzt habe ich natürlich schon... Sie können ruhig vorbeilaufen, kein Problem. Drehe 5 Pokestops oder Arenen. Da habe ich vorhin nämlich schnell noch einen Raid gemacht bei mir zu Hause. Da war noch ein Giratina dabei. Und da habe ich die Pokescheibe gedreht, deswegen ist da schon eine 1 drauf. Dann habe ich das Giratina natürlich auch gefangen, deswegen ist bei Pokémon auch schon eine 1 drauf. Beziehungsweise gestern Abend ist ein Bild in die Gruppe geschickt worden von einem Shiny... Magnetilo, und dann saß auch eins bei mir zu Hause, dann habe ich das angeklickt und einfach gefangen, ohne nachzudenken. Deswegen sind da schon 2 Stück drauf jetzt. Und verschicke ein Pokémon, ist leider auch schon 1 drauf, weil ich vorhin im Affekt 1, was gebrütet wurde, weggeschmissen habe, weil mein Beutel ja immer zu voll ist. Und ja, oh, jetzt seht ihr natürlich auch die Kapitel, das war gestern Abend nämlich noch alles in Englisch. Also Aufgabe 1 von 9 sind wir jetzt, also gibt es wieder 9 Folgen, ich grenze das wieder alles ab. Da gehen wir erstmal ein bisschen rum und versuchen 5 Stops zu drehen, 10 Pokémon zu fangen und 5 zu verschicken. Dürfte ja nicht allzu schwer sein. So, und das seht ihr, da stehen wir natürlich schon mittendrin in 2 Stück. Die drehen wir gleich mal hier weg. Gibt es auch gleich wieder neue Eier dazu. Da sitzen wieder Pikachus und Paras. Wetter geboostet, das nehmen wir auch mal mit. Zum Glück haben wir immer so viele rote Bälle, da können wir die alle verschwenden. Ich nehme euch jetzt einfach mit, eine kleine Führung über den Marktplatz, damit wir die Frau da hinten auch nicht weiter belästigen müssen. So, kurz durchbewerten, nix, fort. Wir brauchen ja Platz und müssen alles gleich wieder verschicken, weil der Beutel, der ist immer voll, das geht überhaupt nicht anders. So, da sind wir zurück. Wir sind nämlich jetzt gleich fertig. Wir werden hier noch diesen einen Stop drehen. Dann müssten wir die 5 voll haben. Die sind natürlich noch zu weit weg. Aber aufpassen, überall Baustellen, dass man da nirgendwo reinfällt. Laufen wir mal hier hinten lang. Jetzt komm halt, sonst drehe ich die Arena. Ne, die habe ich glaube ich eben schon gedreht. Ja. Also nehmen wir den Stop. Einmal gedreht, dann müssten die 5 voll sein. Genau, 5 von 5. Dann können wir gleich noch ein Pokémon verschicken, damit wir überhaupt wieder eins fangen können. Beziehungsweise verschicken wir gleich 2. Das und das.
dann müssten die jetzt auch fertig sein. Verschicke 5 Pokémon und jetzt müssen wir nur noch 2 eintüten. Dann ist das erste Kapitel im Prinzip auch schon beendet. Keine große Sache. Genauso wie das Rettan. Das hat nämlich gerade mal 87 WP. Ja, was da wohl für ein Abo rauskommt. Früher morgen, es ist kalt, überall Baustelle, es ist alles so mies, das Caputo nehmen wir noch mit, hätte ja auch ein Shiny sein können, ist natürlich keins. Auch wieder grüner Kreis, wird wahrscheinlich auch nur eine Krücke sein, jetzt haben wir gar nicht auf die WP geachtet. Und da haben wir die 10 von 10 voll, werden natürlich gleich die Belohnungen hier abholen, 1, 2, 3, na, dann gibt's auch 10 Pokebälle, eine Brutmaschine und 1000 Staub. Bäm, Spezialforschung abgeschlossen. So, das war's aber jetzt von Kapitel 1. Und ihr werdet bestimmt schon bei Kapitel 1000 sein. Aber es rennt ja nicht weg, man kann sich ja da Zeit lassen. So teile ich das halt immer auf, wie gesagt. Wir sehen uns beim nächsten Mal einfach. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.